So, willkommen zum nächsten Tag. Das ist die dritte Basis, in der ich übernachtet habe. Nein, man macht das nicht so, Olli. Nein, nein. So macht man das. Ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht wie ein Hund bellen werde, wenn mich ein Creeper am Eingang erwartet. Mann, das klang wirklich dämlich das letzte Mal. So. Das ist dann die Creep Cave. Eigentlich benannt nach dem, was auf der letzten Basis passiert ist. Da hat mich ein Creeper an der Tür empfangen und ich habe wirklich gebellt. Und das ist im Grunde die dritte Übernachtung. So. Kein Creeper. Okay. Ah ja, noch ein bisschen Kohle. Wenn ich jetzt rausgehe, dann werde ich von hinten von einem Creeper angerannt. Das ist nie zu unterschätzen. Okay. Alles gut. Kommen wir zur Millionärstadt. Ja, okay. Du kaufst Holz. Für ein Denier, und dieses Holz auch für ein Denier, und dieses Holz auch für ein Denier, und Cobblestone für ein Denier. Er verkauft noch kein Hühnchen und kein Mais. Gold würde er verkaufen, aber er hat keins. Ornamente und ein Summoning Wand, was auch immer das macht, keine Ahnung. So. Und die Stadt braucht immer noch, nein, ich hatte genug Cobblestone. Sie baut ein Tunich Intel, eine Steinmine, okay. 6 Leute wohnen da. Und gucken wir jetzt mal die Karte dieser Stadt an. Das ist die Mitte. Da wird gerade eine Steinmine gebaut und da sind ein paar Wohnhäuser und eine Schamanhütte. Sehr schön. Dann werde ich mich mal dran machen, ein bisschen in die Erde zu minen. Und ja, das habe ich sehr gemacht, mit dir zu handeln. Bye bye. Und hoffentlich finde ich ganz schnell ein bisschen Redstone. Oder eine schnelle Höhle nach unten. Scheiße. Mir fehlt tatsächlich ein bisschen Erz. Na gut. Ah, schöner Fluss hier. Wobei, ja, es will noch ein Fluss werden. Okay. Dann will ich mich einfach mal hier unten. Ich habe keine große Lust, irgendwas zu suchen. Ich will schnellstmöglich einen Redstone finden. Oh, scheiße. Käse. Untergrundwasser. Da nehme ich andere Richtung. Und nur ganz eben schnell ein bisschen Redstone ausgraben. Vielleicht unterwegs ein, zwei Diamanten finden. Mal gucken. Apropos, ich brauche Licht. Denier sind die Währung für Millionär. Alle Städte handeln damit. Ich kann in anderen Städten andere Dinge kaufen. Und Städte mögen mich oder mögen mich nicht, je nachdem wie viel ich mit denen handel und wie viele von denen ich umbringe oder ausraube. Das ist manchmal etwas verwirrend, es kommt zu Missverständnissen, bevor man sich versieht, hat man ein Kind in einer Stadt umgebracht. Ja, scheiße passiert halt. Da. Ich hasse es drittmal, deswegen mag ich Modifikationen, die Untergrund-Dungeons erstellen. Aber zurzeit einfach nur mal eben schnell für eine Kompasskarte ein bisschen Redstone meinen. Das muss einfach sein.
Was ich sehr schade finde, ist, dass ich die Industrial Craft Mods und diese automatischen Mine Mods noch nicht für gut genug empfinde, wegen Kompatibilitäts- und Update-Problemen mit anderen Mods. Sie haben zu viele Voraussetzungen und sie sind zu spezifisch und sie sind auch mehr so für spätere Spiele. Sie verändern das Spiel zu sehr. Es sind super schöne Mods, aber ich hatte zu viele Probleme mit den Mods und sie verändern das Spiel doch extrem. Von daher werde ich erstmal die Finger von den Mods in meinem Let's Play lassen. Was ich vielleicht irgendwann hinzufüge, sind Mods für Flugfahrzeuge, Ballons, Flugzeuge, vielleicht ein paar schnellere Eisenbahnzüge, wenn es sich so entwickelt, dass ich ein Eisenbahnsystem habe. Besondere Eisenbahn- und Redstone-Systeme habe ich nicht vorzubauen. Ich werde mehr erkunden und durch die Gegend laufen und immer wenn mein Inventar voll ist, irgendeine nächstbeste Stadt dadurch unterstützen, dass ich meinen ganzen Müll bei der Stadt ablade und die damit irgendwas bauen. Und es wird halt durch die Modifikation World Cities sehr viele Untergrund-Dungeons zu erkunden geben. Eine einzige Stadt zu erkunden kann schon mal 6 Übernachtungen dauern. Und es gibt einige Labyrinthe und tödliche Gebiete in World City. Bisher habe ich Abstand gehalten von den Städten. Die sind wirklich, wirklich groß. Und es ist besser, wenn man vorher eine Karte hat, damit man nicht komplett die Orientierung verliert, in welche Richtung denn jetzt was ist. Denn manchmal sieht man in den großen Türmen die Sonne einige Zeit nicht. Oder in riesigen Untergrund-Dungeons ist es schwierig, die Orientierung zu bewahren. Nicht nur wegen 1.9, sondern auch wegen riesiger Dungeons. Okay, Wasser ist nicht so prickelnd. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig, dass ich hier mal eben ganz schnell Redstone buddel. Ich hoffe, es gibt kein Desaster, bevor ich da ankomme. Und irgendwie bin ich schon ziemlich tief. Meine erste Eisenachse ist schon ziemlich im Eimer. Das geht nicht mehr lange gut. Ja, wunderbar. Lava-Level. Brutzel, brutzel, brutzel.